Kunst und Kirche. In der Markgrafenkirche Seibelsdorf trifft Barock auf moderne Kunst. Und hinter den Kulissen, wir schauen Künstler Gerhard Mayer in seinem Atelier über die Schulter. Auch im neuen Jahr begrüße ich Sie mit einem herzlichen Grüß Gott Oberfranken. Willkommen zum Evangelischen Magazin bei TVO. Die Markgrafenkirchen in Oberfranken sind ein immenser geistlicher, aber auch touristischer Schatz. Auch der Landkreis Kronach hat mit seiner Seibelsdorfer Markgrafenkirche Anteil daran. Das prächtige Gotteshaus hier ist wirklich eine Markgrafenkirche durch und trotzdem ganz anders als die anderen. Wie das zusammengeht, fragen Sie sich? Das habe ich mich auch gefragt und deshalb habe ich mir die Seibelsdorfer Kirche mal ganz genau angeschaut. Von außen fällt mir erst einmal nichts auf, was die Markgrafenkirche in Seibelsdorf so anders macht als die bisherigen, die ich schon angeschaut habe. Sandsteinquaderbau, spätbarocke Elemente, ein 50 Meter hoher Turm direkt neben einem Friedhof mit einer Wehrmauer. Beim Eintreten fällt mir aber dann doch sofort etwas auf. Alles scheint sehr neu, sehr frisch zu sein. Und das hat auch seinen Grund, denn die evangelische Pfarrkirche wurde von 2008 bis 2010 einer behutsamen Generalsanierung unterzogen. Großartig hat sich das Gesicht gar nicht so verändert. Allerdings hat man die ganze Kirche weitaus heller gestaltet. Heller heißt, man hat pastellfarbene Orangetöne ein bisschen herausgenommen, vor allem hier oben an den Emporen. Und dadurch ist die Kirche einfach heller, weißer, freundlicher geworden. Das war das Hauptwerk und viele Ehrenamtliche haben hier geholfen und haben das eigentlich in Eigenregie in dieser Farbe, die ihnen angegeben wurde, renoviert. Also eine ganz starke Geschichte. Sie ist einfach heller geworden. Im Rahmen der Sanierung ist dann auch die Besonderheit entstanden. Denn in der Seibelsdorfer Markgrafenkirche wurde ein wesentliches Element hinzugefügt. Das beeindruckende Deckenbild Gottpartikel von Gerhard Mayer. Er hat den Rokoko-Stil im Inneren nicht einfach verlängert, sondern hat ihn mit der Moderne konfrontiert. Und so ist ein Dialog aus Alt und Neu entstanden, was ganz spannend ist. Ich entdecke in diesem Deckengemälde vier Säulen für die vier Elemente. Markgrafenkirchen, so würde ich sagen, sind in aller Regel theologisch sehr auf die Trinität ausgerichtet und er hat sie sozusagen erweitert um die vier Elemente. Mit den Säulen kann man auch Luft, Erde, Wasser, Feuer schöpfungstheologisch interpretieren und so entsteht hier in der Kirche die Zahl 7. Und die Zahl 7 ist die heilige Zahl in der Bibel für die Vollkommenheit Gottes. Ich möchte beinahe sagen, er hat so etwas wie eine Vervollkommnung der theologischen Aussage dieser Kirche hier gemacht. Und das finde ich schon mal ein ganz spannender Aspekt an dieser schönen, an dem schönen Deckengemälde. Früher, also vor der Sanierung, war hier einfach eine leere Fläche. Nun prangt dort ein Kunstwerk und ermöglicht der Gemeinde einen Blick in den Himmel. Die Resonanz von der Gemeinde ist so, dass man wahrscheinlich anfänglich ein bisschen skeptisch war, als man so ein abstraktes Kunstwerk in seiner Kirche entdeckt hat, dass man sich aber im Laufe der Jahre gemerkt hat, wie harmonisch sich das in den Raum einfügt und wie es diese Kirche doch nochmal in eine andere Dimension erhebt für einen Gottesdienstbesucher. So dass sie jetzt im Endeffekt, so würde ich sagen, mit diesem Kunstwerk unheimlich stolz sind, weil das ist ja sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal, das wir hier haben in den Markgrafenkirchen, dass moderne Kunst einziehen darf hier in diesen Stil. Und jetzt sind wir, glaube ich, alle ziemlich stolz auf das, was hier ist. Und vor allem sehen wir das dann immer an den Reaktionen der Gästen, die ähnlich wie Sie eben auch reinkommen und sagen, wow, was ist das denn? Damit kann man ja gar nicht rechnen in so einem kleinen Ort, in so einer kleinen Gemeinde. Ein Schatz mitten auf dem Land, wo keiner mit rechnet. Wie eine Perle, nicht im Acker, aber auf dem Acker. Einzigartige Kunst entsteht nur aus dem Wagnis, Althergebrachtes in Frage zu stellen. Und der Innenraum der Markgrafenkirche Seibelsdorf stellt wahrlich ein Novum bei Sanierungen dar und schafft somit eine neue Dimension in der Bau- und Kirchenkunst.
Für die Gestaltung der Decke hier in der Seibelsdorfer Markgrafenkirche hat der Künstler Gerhard Meyer 2011 übrigens den Kunstpreis der Evangelischen Kirche erhalten. Mittlerweile hat er unter anderem ein Foyer für Abgeordnete in Berlin und Wände in der JVA Augsburg mit seiner elliptischen Tusche-Mosaiktechnik verschönert. Das alles hat natürlich unser Interesse geweckt und deshalb haben wir den Künstler bei seiner Arbeit besucht. Es sieht so aus, als wäre der Wolkenhimmel auf einer großen Wand weitergemalt worden. Das Kunstwerk Schildwand hat Gerhard Meyer auf einer Fluchtbarriere auf dem Dach der Jugendvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen gemalt. Mit Schablonen und Pinsel entsteht seine Kunst am Bau. So auch dieses Bild eines im Krieg zerstörten Logenhauses in einem Abgeordnetenhaus in Berlin. Dabei setzt er auf eine ganz bestimmte Form. Also man könnte das auf die Formel bringen, die Welt ist elliptisch. Ich kann aus der Ellipse alles bauen. Ist nicht wie beim Dreieck, da habe ich immer die Ecken drin. Könnte man auch, aber es ist nicht meine Welt. Aus ovalen Kurven einer Ellipse entstehen seine Bilder. Die wichtigen Elementarteilchen sieht man erst aus der Nähe. Fast wie ein Mosaik setzen sich die einzelnen Linien zu einem Kunstwerk zusammen. So auch bei seinem Bild Gottpartikel in der Markgrafenkirche Seibelsdorf. 2011 wurde es mit dem Kunstpreis der Evangelischen Kirche in Bayern ausgezeichnet. Mein zentrales Motiv waren 4 stilisierte Säulen, die perspektivisch nach oben zur Mitte gerichtet sind. Da orientiere ich mich natürlich an barocker Formensprache, wo praktisch immer diese Deckenspiegel auch die Öffnung in den Himmel, also die illusionistischen Öffnungen in den Himmel vorgestellt haben. Man kann dieses Bild auch, abgesehen vielleicht von den Säulen, als eine abstrakte Struktur lesen, aber man kann auch immer wieder Figuren entdecken. Und darum geht es mir gerade jetzt nicht, genau eine Geschichte zu erzählen oder genau eine ikonografische Deutung vorwegzunehmen, sondern das Ganze sehr offen zu lassen. Geschwungene Linien geben viel Freiraum für Interpretation. Bei seinen Arbeiten hält sich Gerhard Meyer immer an strenge Regeln und macht die Entdeckung. Einschränkung kann zur Freiheit führen. Seine Kunst lebt mit Schablonen als Anhaltspunkt. Das sind dann oft diese elliptischen Scheiben, die ich nehme, um den Pinsel anzulegen. Hier jetzt in diesem speziellen Fall ist es eine Wellenschablone, die gebildet wurde aus 3 Ellipsen, die aneinander gefügt wurden, immer aus aufsteigenden und abfallenden Kurven im Wechsel, also zusammengefügt, und daraus entsteht dann diese Wellenbewegung. Seit Abschluss seines Studiums 1993 an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg arbeitet er als Künstler. Damit ist er einer von 2% der Studenten, die von ihrer Kunst wirklich leben können. Neben der Kunst am Bau hat er seine Ellipsentechnik auch schon bei alten Meisterwerken angewendet. Während eines Museumsbesuchs mit meiner Frau kam sie auf die Idee, man könnte doch eigentlich diese Wellenform auf diese Wellen der Gewandfalten, die wir da in der alten Pinakothek in München gesehen haben, übertragen. Neue Interpretation von Bildern ist dann das Interessante, eben gerade wenn sich solche technisch-strukturellen Dinge mit solchen Sehnsuchtsmotiven überlagern. Also viele haben ja zu diesen Bildern eine große Beziehung, einfach weil sie weit entfernt sind und natürlich eine ganz andere, geheimnisvolle Welt zeigen. Immer wieder erstaunt bei dem Künstler die Möglichkeit verschiedener Blickwinkel. So auch bei den Puzzle-Collagen, deren Technik er seit 17 Jahren praktiziert. Elementar aus der Nähe wirken sie ganz anders als aus der Ferne. Mit dieser Technik hat er sich besonders in den USA einen Namen gemacht. Das Puzzlewerk Neues Museum Nürnberg gehört zu einem Zyklus von 25 Bildern mit dem Titel Museumslandschaften. Die Museen unter Einfluss von Naturgewalten sollen dieses Jahr ausgestellt werden. Und wir haben außergewöhnliches Glück, ein Werk zu Gesicht zu bekommen, das vorher noch nicht öffentlich zu sehen war. Bei mir begrüße ich jetzt Pfarrer Eckhard Kolmer, den Kunstbeauftragten des Kirchenkreises Bayreuth hier in seiner Gemeinde in Schottenstein. Herr Pfarrer Kolmer, Sie haben selbst schon Kunstausstellungen organisiert und sind Pfarrer hier in Schottenstein. Kunst und Glaube, wie bringen Sie das denn miteinander in Verbindung? Also ich bringe das gut miteinander in Verbindung. Für mich ist es etwas, was mit dem Begriff schöpferisch zu tun hat. Wir sagen ja, Gott ist der Schöpfer und es ist sozusagen der allergrößte Künstler, den man sich vorstellen kann. Und der begabt auch Menschen mit schöpferischen Fähigkeiten. Und da gibt es dann
Künstlerinnen und Künstler, die das nach außen bringen und was ausdrücken. Also von daher ist eine natürliche Verbindung. Und natürlich gibt es Künstlerinnen und Künstler, die Werke produzieren, die dann wieder auch im Licht des Glaubens oder in den Gedanken des Glaubens aufgegriffen werden können und da reflektiert werden. Ich denke an zwei Beispiele. Das eine ist der Himmelstürmer in Kassel vor dem Bahnhof. Der steht da auf so einem schrägen, riesengroßen Pfahl und rennt in den Himmel hoch. Das sagt schon der Name, der Mensch bemüht sich, in den Himmel zu kommen. Und das andere ist von Gerhard Richter, das kennt wahrscheinlich auch fast jeder, im Kölner Dom, die Buntglasfenster, die hüllen einen in eine Farbwelt ein, das ist paradiesisch. Jetzt kennen Sie ja einige Künstler persönlich, wie verleihen die denn ihrem Glauben Ausdruck? Ich kenne eine ganze Menge Künstler und das ist sehr unterschiedlich, wie die ihrem Glauben Ausdruck verleihen. Einer, der in Oberfranken relativ bekannt ist, ist der Herr Mayer. Oder ein Künstler, Christian Beckmann, der nimmt zum Beispiel die Passionsgeschichte Christi und bringt sie durch seine Bilder in die Gegenwart. Im Zuge der Reformationsdekade haben ja verschiedene Künstler beim Kunstprojekt 12 Worte im Oberfränkischen Kirchenkreis Kunstwerke zu Bibelworten gestaltet. Eins davon hat die Kirchengemeinde Schottenstein erworben und hier in der Kirche aufgehängt. Was erzählt uns das? Das Kunstwerk stammt von Ude Bernhardt. Ude Bernhardt ist nach Schottenstein gekommen und hat hier mit der Gemeinde gearbeitet. Und als Ergebnis ist dieses Doppelkunstwerk da entstanden, die beiden kreuzförmigen Regale. Da sind 8 aufgeklappte Bücher zu sehen, wo Worte aus den Buchseiten herausquellen. Das sind aber nicht die 10 Gebote, sondern das sind die Beziehungswörter, sage ich, also die Beziehung unter Menschen beschreiben. Und in den Regalfächern stehen dann 10 Bücher, die sind ursprünglich leer und die müssen gefüllt werden von uns, weil sie sagt, die 10 Gebote, das ist so ein Rahmen und wir müssen das füllen. Wie kommt das Kunstwerk bei Ihrer Gemeinde an? Ausgezeichnet, ich habe schon gesagt, das ist auch im Dialog mit der Gemeinde entstanden. Die Gemeindeglieder und der Kirchenvorstand voran haben gleich beschlossen, das soll hier bleiben. Künstlerin hat es uns dann auch überlassen und die Jugendlichen aus dem Ort, die haben ordentlich gestiftet und gesammelt und Geld gespendet dafür. Was begeistert Sie selbst an Kunstwerken am meisten? Also Kunstwerke sind Produkte, die jemand sich ausgedacht hat und die was Neues bieten. Eine ungewohnte Sichtweise, Hörweise oder sowas. Und das gilt's zu entdecken. Und da wird immer wieder eine neue Seite des Lebens und der Lebenseinstellungen sichtbar. Das ist einfach für mich wunderschön und das bringe ich auch gut mit meinem Glauben in Verbindung, weil man sucht ja da immer nach. Gehen wir jetzt mal davon aus, Sie hätten genug Sponsoren. Welche Kunstaktion würden Sie gern mal in die Tat umsetzen? Tja, kommt drauf an. Wenn Sie mitmachen, wird es was anderes sein, als wenn jemand anders mitmacht. Also es hängt davon ab, wer mitmacht. Ideen zu finden ist relativ leicht. Bei einer Tasse Kaffee oder so einer entspannten Atmosphäre kommt viel. So eine Idee war zum Beispiel mal eine Waldbiennale zu machen, mit Kunstwerken in einem Wald ausgestellt. Oder wir hatten vor vielen, vielen Jahren in Elzer ein großflächiges Art Labyrinth gebaut. Das war humorvoll und es war aber auch meditativ. Es ist immer temporär, was ich mir ausdenke, weil ich denke, es ist auch immer gut, wenn Kunst dann wieder seine Zeit hat und die darf weg und dann ist wieder Platz für was Neues. Dann sage ich in jedem Fall Dankeschön, dass Sie uns in die Welt von Kunst und Kirche mitgenommen haben. Dankeschön. Liebe Zuschauer, nach dem bunten Faschingstreiben beginnt am Aschermittwoch, dem 14. Februar, ja die Fastenzeit. Ab diesem Tag bieten viele Gemeinden im Kirchenkreis Bayreuth und der Erzdiözese Bamberg ökumenische Alltagsexerzitien an. Tägliche Gebete und Meditationsimpulse zum Thema Fürchte dich nicht, lebe werden dabei mit einem wöchentlichen Treffen verbunden, in dem man über Glaubenserfahrung ins Gespräch kommt. Jeder ist herzlich eingeladen, sich einer dieser Gruppen anzuschließen und weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Oberfränkischen Kirchenkreises. Ja, wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zur nächsten Sendung Grüß Gott Oberfranken. Das wäre dann am 28. Februar hier bei TV Oberfranken. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und eine gesegnete Zeit.